Martin Tomczyk, DTM-Rennfahrer, und Jens Klingmann, G6M3. Mr. Jetlag, gerade angekommen. Ja, ich kam gerade aus Texas. Da hatten wir das letzte Rennen jetzt gerade in meiner Serie. Das haben wir gewonnen. Deshalb gibt es doppelt Grund zu feiern. Aber das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen hier im Zelt. Und bin froh, dass der Martin mit dabei ist. Dann können wir zusammen hier auf die Scheibe schießen und mal schauen, wer besser ist. Der Martin durfte schon etwas zielen. Vielleicht hat er auch schon genug Zielwasser zu sich genommen. Wie schlägt er sich schon? Ja, soll ich ehrlich sein, dann eher Medium. Aber ich glaube, zu zunehmender Stunde wird es vielleicht ein bisschen besser. Zumindest bei mir. Dann werde ich entspannter. Es ist ja nicht das erste Mal beim Armbrustschießen, oder? Okay, ja. Medium nehmen wir ein bisschen übel. Aber wie fühlt sich so eine Armbrust an? Möchte man da so den Rennfahrerhelm an den Nagel hängen und sagen, jetzt ist es der neue Sport? Genau das habe ich mal gerade gedacht. Ja. Also ich bin jetzt wirklich knapp dran, gleich die Pressrelease rauszulassen. Es ist ein sensationeller Sport. Nein, es macht natürlich Spaß hier. Ist natürlich mit dem Rennfahren nicht wirklich zu vergleichen. Aber genau das macht eigentlich das Oktoberfest aus. Und genau das macht die Veranstaltung hier von der BMW-Niederlassung aus, wo ich gerne jedes Jahr herkomme, weil es einfach ein gemütliches Beisammensein ist, einfach mal abseits von dem ganzen Arbeitsstress und dann auch noch so einen kleinen Wettbewerb mit der Armbrust, besser kann es nicht sein. Wenn du Medium nur schießt, was schießt denn der Jens? Naja, er hat gesagt, dass ich Medium schieße, ja, also für meine Verhältnisse. Einbildung ist auch eine Bildung, nicht wahr? Wir klären es leichter nochmal in Armbrust, kein Thema. Genau. Also, ich kann schon mal sagen, er zahlt heute Abend. Wenn zwei sich streiten, freut sich die Dritte. Wir gehen zurück ins Studio.